Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Tennis Mastery. Heute möchten wir euch in 5 einfachen Schritten zeigen, wie ihr zum Rückhandslice kommt. Viel Spaß beim Video. So, als allererstes fangen wir mit dem Griff an, den wir für den Slice brauchen. Und zwar für den Rückhandslice nehmen wir den Kontinentalgriff. Das ist der gleiche Griff, den wir auch beim Aufschlag oder bei den Volleys haben. Wenn ihr jetzt nicht genau wisst, was der Kontinentalgriff ist, schreibt mir gerne in die Kommentare und dann machen wir nochmal ein Video für euch über den Griff oder über die verschiedenen Griffe und dann wisst ihr mehr darüber. Also, wir fangen an, wir nehmen den Kontinentalgriff. Das nächste ist, dass wir den Körper wieder als eine Einheit drehen, also diesen Unit Turn haben. Ja? Das heißt, die Beine drehen, die Hüfte dreht und auch die Schulter dreht. Dabei ziehen wir mit der nicht dominanten Hand, in meinem Fall ist es jetzt die rechte Hand, weil ich Linkshänder bin, den Schläger nach oben über die Schulter. Okay? Also die nicht dominante Hand hat die Aufgabe, den Schläger beim Unit Turn hier hoch über die Schulter zu ziehen. Wenn wir jetzt in dieser Position angelangt sind, ist es ganz wichtig, dass die obere Hand, die den Schläger hochgezogen hat, wie so eine Spannung auf den Schläger bzw. zwischen den beiden Händen erzeugt. Das heißt, die nicht dominante Hand zieht den Schläger nach oben, unsere dominante Hand zieht den Schläger wieder nach unten und dadurch haben wir hier schon so eine leichte Spannung, so eine Anfangsspannung, die wir dann perfekt in den Ball übertragen können. Das heißt, von hier, von dieser vorgedehnten Position, vorgespannten Position, können wir nach vorne in den Ball lösen. Dabei ist es ganz wichtig, dass in diesem Fall auch wieder die nicht dominante Hand die Aufgabe vom Ausbalancieren übernimmt. Das heißt, von hier oben gehen wir runter in den Ball. Das bringt uns auch schon zum nächsten Punkt. Und zwar, wir haben eine Bewegung, die von hinten oben nach vorne unten ausgeführt wird. Und dabei geht die nicht dominante Hand hier nach hinten weg zum Ausbalancieren. Ganz wichtig ist auch noch, wie der Ball überhaupt angeflogen kommt. Ist der Ball eher hoch? Schneiden wir den Ball eher runter, das heißt der Schläger hat eine viel steilere Flugbahn. Ist der Ball eher tief, versuchen wir den Ball zu heben. Das heißt, wir haben mehr eine Flugbahn in der Form einer Banane oder wir malen ein U mit dem Schläger. Und sollte der Ball auf einer mittleren Höhe sein, gehen wir mehr wieder nach vorne raus mit dem Schläger. Wichtig noch im Treffpunkt ist, dass der Schläger nicht hundertprozentig senkrecht steht, weil würde er senkrecht stehen, würden wir eher eine einhändige Rückhand spielen und keinen Drall auf den Ball überzeugen. Weil der Drall ist ein wichtiger Punkt, gerade bei dem Slice. Wir möchten natürlich, dass der, wenn der Slice auf der anderen Seite aufkommt, entweder stoppt oder flach abspringt. Deswegen ganz wichtig, dass der Schlägerkopf ein wenig geöffnet ist, wenn wir den Ball treffen, um diesen Drall zu erzeugen. Und wir machen jetzt die Bewegung noch ein paar Mal für euch. Einmal aus dieser Position, dass ihr die frontal sehen könnt. Das heißt, wir warten auf den Ball. Die nicht dominante Hand kann schon am Schlägerherz sein. Dann kommt der Unit Turn. Nicht dominante Hand zieht den Schläger nach oben. Wir lösen die Spannung vor dem Körper, der Treffpunkt. Und dann am Ende diese U-Form plus am Ende ist der Schläger wie ein Tablett. Das heißt, wir können hier einen Ball drauflegen. Und wenn der Ball liegen bleibt, wissen wir haben die korrekte Bewegung ausgeführt. Nochmal von der Seite das Ganze. Das heißt, wir warten hier in der Ready-Position. Wir machen den Unit Turn mit dem Zurückführen des Schlägers, bauen hier wieder Spannung auf zwischen den beiden Händen, weil eine Hand zieht nach oben, die andere will nach unten gegen den Ball. Lösen, balancieren aus, hier kommt der Treffpunkt, Schlägerkopf ist leicht geöffnet und wir gehen mit einer U-Form bis zum Ende in dieses Tablett. Und im Idealfall, wenn ihr einen Ball habt, könnt ihr den Ball hier drauf ablegen und der Ball bleibt liegen. So, wir machen das jetzt ein paar Mal für euch, das könnt ihr auch super. So, wir machen das jetzt ein paar Mal für euch. Das könnt ihr auch super so zu Hause nochmal üben für euch. Oder nicht zu Hause im Zimmer, sondern in der Tennishalle oder auf dem Platz. Und zwar machen wir die ganze Slice-Bewegung nochmal. Ich werfe mir den Ball selber an, versuche schnell genug diesen Unit-Turn zu machen und versuche den Ball dann ganz locker mit der Bewegung, so wie ich sie gerade erklärt habe, schön nach vorne rauszuspielen. Ja? Also ich werfe mir den Ball raus, gehe hoch und slice den Ball ganz locker weg. Hier nochmal. Ich habe am Ende hier dieses Tablett, das heißt, ich könnte hier den Ball drauflegen und er bleibt auf jeden Fall auf dem Schläger liegen. Das Ganze nochmal hier wieder Spannung in den Ball und ich habe am Ende hier wieder das Tablett, das heißt, ich kann den Ball locker drauflegen. Kommt der Ball etwas höher, kann ich etwas weiter runterspielen, etwas stärker nach unten den Slice
anvisieren. Ist der Ball eher tief, gehe ich mehr unter dem Ball und versuche ihn mehr mit dieser Bewegung hier zu heben. Ich hoffe, diese Tipps haben euch geholfen, damit ihr besser versteht, wie die Bewegung vom Slice funktioniert und wie ihr die lernen könnt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben hier, lasst ein Abo hier und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Ausprobieren und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.